Na hey, Schusch, Leute, und willkommen zum Schusch, zum Sonntag. Wundert euch nicht, dass hier jetzt, ne, so Geräusche und so sind. Liegt daran, weil Fenster ist auf, Ventilator ist auf Full Power, weil es ist fucking warm. Und ich komme gerade von einer gesamten Tour durch halb Hamburg, weil, kommen wir gleich zu. Zum ersten Mal natürlich wieder danke an unsere lieben Patreons für eure Unterstützung und euren dauerhaften Support. Natürlich, nicht vergessen, immer wichtig, stay determined. Und was ist jetzt los und wieso und weshalb, warum? Fakt ist, wäre ich total müde. Ich bin jetzt den ganzen Tag unterwegs gewesen mit Kesu, weil sie hat Hilfe für ein Projekt gebraucht. So, wir haben einen ihrer Klassenkameraden besucht und das war ein komplett anderen Stadtteil, war eine ziemliche Tour dahin. Da habe ich mein Stativ mitgenommen, ich habe meine Kamera mitgenommen, haben wir beides am Ende nicht gebraucht. Dann habe ich eine Holzwand mit mir rumgeschleppt und hast du nicht gesehen. Ich wurde mehrfach mit einer Super Soaker angegriffen für ein anderes Projekt. Und es sind Sachen, wo man viel, viel mehr erklären müsste, als ich eigentlich geradezu in der Lage bin. Fakt ist, ich bin super müde und diese Wärme. Ich glaube, ich habe mir sogar, kann man nicht ganz sehen, ne? Aber ich glaube, ich habe mir so einen leichten Burner zugezogen. In der Fresse. Komm, was renne ich auch ohne Dings rum, ne? Ohne Cap oder irgend sowas in der Art, ne? Habe ich auch selber Schuld, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich habe mir so einen leichten Burner zugezogen an der Fresse und am Kopf, deswegen fühle mich gerade ein bisschen dozy und ein bisschen ozy. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte das Schusch zum Sonntag heute wenigstens noch machen, weil wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich das wenigstens noch machen, auch wenn das jetzt gerade schon. Alter, es ist schon 7:15, what the fuck. Bis ich das hier hochgeladen und fertig habe, das ist doch ätzend, ey. Und es soll noch wärmer werden, das soll jetzt erstmal so warm bleiben. Ich kriege da kalte Kotzen, wenn ich das schon wieder sehe. Das Gute ist an der ganzen Sache, wir haben jetzt letzte Woche eine Menge Projekte erstmal zu Ende gebracht. Wir haben Kapselmonster fertig, das muss ich noch zu Ende rendern, deswegen muss ich mal gucken. Wir haben Pirate Warriors 3 fertig gemacht, wir haben Need for Speed Most Wanted fertig gemacht. Das sind so die Hauptsachen, die jetzt noch aktuell so offen waren, sag ich mal so. Von daher, ich habe jetzt wieder freie Auswahl, was ich als nächstes machen kann. Das Problem ist, bei dem Wetter muss ich gucken, dass ich da überhaupt zu irgendwas komme. Weil, wie gesagt, es ist hier mega warm gerade. Und deswegen, ich möchte ungern streamen, wenn das wieder so diese mega Hitze ist. Man hat schon die Idee eingebracht, dass man quasi Dual-Streams machen kann, sprich zweimal am Tag. Muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das so machen möchte. Also so zweimal am Tag, das wäre so einmal so vormittags, so gegen früher Nachmittag und einmal gegen Abend noch. Also so zweimal am Tag, denn so je nachdem, wie es dann ist, wie das Wetter sagt. Wäre eine Idee, würde ich zwar nicht so cool finden, weil dann halt das Ganze ein bisschen getrennt ist an die ganze Sache. Aber, mein Gott, manchmal geht's halt nicht anders, ne? Gerade jetzt, wenn es so warm wird. Ich meine, wir haben gerade mal Mai. Wir haben noch so viele Monate jetzt vor uns mit diesem Scheiß. Ja, deswegen das. Ich kann jetzt nicht sagen, wann ich das nächste Mal streame. Ich hoffe bald. Ich hoffe sehr bald. Sagen wir es mal so. Dann, noch wichtiger. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt dieses Wochenende schon den ersten 12-Stunden-Stream mache oder das Wochenende darauf. Das kommt jetzt ganz drauf an, wie das Ganze so läuft, wie es hier läuft. Das ist einmal eine Sache, da will ich aber noch nichts bestätigen. Dann, was ich am liebsten bestätigen würde, aber noch nicht kann, weil ich da immer noch keine Bestätigung habe, nämlich bin ich jetzt heute in einer Woche am 13.05. auf der CheeseiCon in Hamburg. Und da würde man mich anfinden können, wenn man denn wollen würde, wenn man denn so desired. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer denn da tatsächlich hinkommt, wen ich da tatsächlich antreffen könnte. Problem bezüglich dessen ist, ich habe meine Tickets schon vorbestellt für Kesu und mich. Das Problem ist, ich habe noch keine Zahlungsbestätigung bekommen. Ergo, ich habe nichts, was ich davor zeigen kann, was tatsächlich irgendwo eine
ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe leider noch keine Bestätigung bekommen. Ich hoffe, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen ändern, weil ich habe nämlich auch keinen Drucker hier bei mir zu Hause. Das heißt, ich müsste mir da nämlich auch was einfallen lassen, wie ich den Scheiß dann ausdrucke. Von daher wäre es cool, wenn das jetzt in den nächsten paar Stunden oder in den nächsten paar Tagen mal passieren würde. Ich meine, ich habe das am Mittwoch überwiesen. Also ich bitte euch, irgendwann muss auch mal gut sein. Gut, wie gesagt, da hoffe ich mal, dass das bald eine Bestätigung. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer denn dabei ist, wen ich da tatsächlich antreffen kann. Ich weiß, Keks ist auch da, die lungert da auch rum, deswegen gehen wir da auch am Sonntag hin. Und ja, sollte ich jetzt endlich mal meine Bestätigung bekommen, werde ich nochmal ein separates Video dazu hochladen. Und ja, wahrscheinlich dann noch jede Menge Con-Footage so an dem Tag danach und all sowas. Von daher, ja, ich jetzt werde hier Feierabend machen für heute. Ich mache das hier noch fertig und schmeiß mich dann in eine Wanne voll Eis oder irgend sowas. Noch einen schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.